Was passiert mit Uiguren und Uigurinnen, die in chinesischen Lagern festgehalten werden? Das zeigen geleakte Bilder jetzt zum ersten Mal. Diese Aufnahmen sind Teil der Xinjiang Police Files, ein geleakter Datensatz mit tausenden Fotos, Informationen zu 300.000 Gefangenen und Geheimdokumenten, unter anderem ausgewertet von Journalistinnen des Bayerischen Rundfunks. Zu sehen sind gefesselte Menschen mit Säcken über dem Kopf, Wärter mit Gewehren und Schlagstöcken. Oft haben die Behörden den Grund der Inhaftierung festgehalten. Ein Beispiel: 15 Tage in einem Fitnesscenter zu trainieren, wertete der Staat als Vorbereitung einer terroristischen Handlung und urteilte 12 Jahre Haft. Bisher ging China nicht auf eine ausführliche Anfrage zu den Recherchen ein, erklärte aber sinngemäß, dass sich die Maßnahmen gegen terroristische Bestrebungen richteten. Uiguren und Uigurinnen gehören zu einer ethnischen Minderheit in China. Wegen ihres muslimischen Glaubens und ihrer Kultur werden sie laut Expertinnen seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt und verfolgt.